So, gleich noch ein Video hinterher. Mir hat vor ein paar Tagen ein Vöglichen aus dem Rathaus was gezwitschert. Und zwar aus einer Besprechung, an der der Oberbürgermeister auch teilgenommen hat. Ich formuliere das so allgemeingültig, damit die Quelle nie enttarnt wird. Also mir wurde mitgeteilt, mündlich wohlgemerkt, dass das durchschnittliche Sterbealter der Dresdner in Anführungszeichen Corona-Toten 84,1 Jahre beträgt. Und da ich eine Tabelle habe, die ich täglich aktualisiere, und zwar mit Daten des RKI, ja, Daten des RKI, weiß ich oder kann ich eine Näherung bilden, wie sich denn das Alter der Corona-Toten zusammensetzt. Ich habe also eine Formel, da steht drin, nimm die Anzahl der Verstorbenen zwischen 35 und 59. Die Anzahl der Toten zwischen 60 und 79 und die Anzahl der Toten im Alter von 80 plus. Und jede Altersgruppe multipliziere ich mit einem von mir angenommenen Sterbealter und komme dann tatsächlich mit dieser Verformelung auch auf 84,1. Und es setzt sich wie folgt zusammen. Es sind aktuell 14 Tote im Alter von 35 bis 59. Da habe ich die Annahme getroffen, dass die an oder mit Corona Verstorbenen 50 Jahre alt seien. In der Altersgruppe von 60 bis 79 habe ich die Annahme getroffen, dass diejenigen 77 im Schnitt waren in der Altersgruppe. Und in der Altersgruppe 80 plus habe ich das durchschnittliche Sterbealter mit 87 Jahren angenommen. Ich muss diese Annahmen treffen, weil die Stadt mir mit Verweis auf den Datenschutz das durchschnittliche Sterbealter aller Corona-Toten nicht geben will. Datenschutz, eine Zahl von 84,1, die also in einer Besprechung mit dem Oberbürgermeister intern gefallen ist, wird mir verweigert mit dem Verweis auf den Datenschutz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was im Rathaus los ist, es ist davon auszugehen, dass mindestens die Hälfte der an oder mit Corona Verstorbenen in Dresden in Alten- und Pflegeheimen verstorben ist. Ich habe am 6. April 2020 meine ersten Corona-Videos aufgenommen und habe dort auch eine Statistik angeführt, aus der hervorgeht, deutschlandweit, dass rund 1% der Menschen in Deutschland, also von 83 Millionen sind es 830.000, leben in Alten- und Pflegeheimen oder in Behindertenheimen. Dass man diese Personengruppen also schützen müsse. Im April 2020 habe ich das kundgetan. Und wenn ich das weiß, dann darf man doch davon ausgehen, dass das auch die Exekutive, also die ausführende Gewalt, die Verwaltung auf Stadtebene, kommunaler Ebene, Landesebene und Bundesebene, dass die auch auf die Idee kommen, oder? Sie sind es offenbar nicht. Sie haben es verkackt und die Menschen sterben wohl in Alters- und Pflegeheimen wie die Fliegen. Ob nun mit Corona, an Corona, aufgrund der Isolation, dass sie ihre Angehörigen nicht sehen dürfen oder nur sehr eingeschränkt sehen dürfen, dass sie untereinander keinen Kontakt haben dürfen, weil sie in Quarantäne geschickt werden, sei es, weil sie sich nicht impfen lassen wollen und deswegen von der Gemeinschaft in den Alten- und Pflegeheimen ausgeschlossen worden sind, whatever. 84,1, auf diese Zahl kommt man nur, wenn die Mehrzahl der über 80-Jährigen im Schnitt 87 Jahre alt waren, die Mehrheit der 60- bis 79-Jährigen im Schnitt 77 Jahre alt waren, also an der oberen Grenze von 60 bis 79 und der Schnitt der 35- bis 59-Jährigen, wenn ich den mit 50 Jahren annehme. Die Zahlen können natürlich nicht exakt stimmen, aber es ist eine Näherung. So komme ich auf 84,1 Jahre und wie alt wird ein Mensch im Schnitt in Deutschland, der jetzt in dieser Zeit stirbt, er wird, glaube ich, rund 81 Jahre alt. Das heißt, die Corona-Toten sind 3 Jahre älter geworden als der normale Schnitt. Und das wird uns als tödliche Pandemie, die jeden erwischen kann, verkauft. Sag mal, wollt ihr uns, wie lange wollt ihr uns noch verarschen? Und jetzt hören wir, es gibt neue Corona-Quarantäneregeln in Dresden. Ganz kurz zusammengefasst. Jemand, der einen positiven PCR-Test hat, der muss sofort in Quarantäne und zwar mit seinem gesamten Hausstand. Kontaktperson der Gruppe 1, nähere Beschreibung spare ich mir, aber derjenige muss Kontakt mit einem
Corona-Test-Positiven gehabt haben, die können sich aus dieser Quarantäne irgendwie befreien oder sind befreit, wenn sie in den letzten 3 Monaten bereits einen positiven PCR-Test hatten. Und die Krönung ist, die Menschen, die also in Quarantäne geschickt werden, die sollen sich jetzt selbst beobachten, ob sie Symptome entwickeln und dann selber darüber entscheiden, ob sie jetzt nochmal einen Antigen-Schnelltest machen oder einen PCR-Test. Die Verantwortung wird jetzt tatsächlich nach und nach auf die in Quarantäne geschickten verlagert. Die sollen selber gucken, ob sie Symptome haben und dann auch noch ihre Kontaktpersonen selber informieren, weil es die Stadt nicht mehr gebacken bekommt. Ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank in der Verwaltung. Diese Quarantäneregeln für Dresden sind nicht nur für den Arsch, sie sind verfassungswidrig, sie verstoßen gegen die Menschenwürde und sie sind für den Arsch. Und dafür wird hoffentlich der Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der 2022 wiedergewählt werden wird, vor Gericht gezogen, verknackt und in den Knast gesteckt. Ich vertraue immer noch auf Gerichte, auch obwohl ich große Zweifel habe. Aber das, was hier mit uns abgezogen wird, passt auf keine Kuhhaut mehr. Und das sage ich euch als gelernter Schäfer. Macht's gut.